Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es die Duschgel-Sammlung für 2022. Es ist ganz, ganz viel, was ich hier stehen habe. Ich habe eine große blaue Schale vor, sehe ich hier gerade, und noch eine weiße Kiste. Ich habe auch die ganzen Luxusproben quasi hergeholt, die was mit Duschen zu tun haben, weil die gehören halt auch irgendwie dazu. Und dann noch die zwei Sachen, die derzeit bei mir unter der Dusche stehen. Und ja. Ich weiß nicht, wie viele es sind. Ich habe es nicht gezählt. Falls einer von euch Lust hat, kann er das gerne machen und mir das dann unten in die Kommentare schreiben. Ganz viel habe ich halt von meinen Mädels zugeschickt bekommen, also die meisten Sachen mir gar nicht selbst gekauft. Ja, und so kam halt jetzt die Sammlung zusammen. Ich will mal gucken, was passiert bis April ungefähr. Also da ist so der Anspruch an mich, kein Duschgel zu kaufen. Es sei denn, mich spricht jetzt irgendwas an oder ich kriege das halt nochmal. Ich zeige euch gleich eins, das ich gerne nochmal hätte. Und wenn ich euch zeige, dann wisst ihr auch, warum ich das gerne nochmal hätte. Genau, also mit dem fangen wir dann auch am besten gleich mal an. Und zwar geht es um das hier von Tracemoon, Winter Fairy Tale. Da ist nämlich ein Füchslein drauf. Und das ist, ich denke, ihr könnt das erkennen, das ist noch bis hier voll. Das ist ein ganz warmer, vanilliger, nussiger Duft, der jetzt aber halt für mich so in die kalte Jahreszeit passt. Heute ist auch wieder alles grau und grau und es regnet und wir haben den 3. Februar. Und also noch passt es jetzt im Sommer, würde ich damit definitiv nicht duschen gehen, aber ich würde es mir gerne nochmal für den Winter holen, weil ich benutze das nicht nur zum Duschen, sondern auch als Badezusatz. Und das ist mit Shea-Butter und Macadamia-Vanilleduft, ja. Und ja, da ist halt ein Fuchs drauf. Ne? Und das ist derzeit noch unter der Dusche. Ich versuche es jetzt noch im Februar irgendwie zu killen, dass es dann quasi weg ist. Genau. Aber wenn ich jetzt die Tage zu DM gehe, würde ich einfach nochmal gucken, ob ich es bekomme. So. Und auch in der Dusche steht derzeit von Body and Soul Wellness Japan Spa Tradition. Das wird euch heute noch ganz, ganz, ganz oft begegnen hier in diesem Video. Weil die liebe Sabrina und meine liebe Sarah, die haben mir ganz viele Backups davon besorgt. Sodass ich erstmal auf jeden Fall ausgestattet bin mit diesem Duft. Das ist mein allerliebster Duft. Das benutze ich aber auch wirklich nur, wenn ich halt irgendwie mich mit Freunden treffe und wir was essen gehen oder ich halt ein Date habe. Und ja, ich habe davon die passende Bodylotion, ich habe die Handcreme dazu, ich habe ein paar Badekugeln dazu und ja, das ist halt ein ganz femininer, pudriger, sauberer Duft, also so voll meins und ja, gefällt mir halt extremst gut und das werde ich jetzt auch aufschneiden, also da ist nicht mehr viel drin, also es reicht aber bestimmt noch für 2 bis 3 Mal und dann, ja, seht ihr das dann auch irgendwann im Aufgebraucht-Video. So, dann fangen wir an mit der Kiste, die hier vor mir steht. Es ist jetzt hier nicht sortiert, ich ziehe das einfach raus und dann zeige ich das euch. Ich habe hier von Balea die Cremedusche Buttermilk Lemon. Hatte ich erst gerade zu Weihnachten von meiner lieben Silke bekommen. Meistens sind hier halt noch so Klebestreifen drauf, wenn es halt von den Mädels kommt. Das ist so ein Good-to-Go-Duft für den Sommer. Lasse ich mir auch bis dahin, mache ich jetzt nicht auf. Ja, finde ich großartig, liebe ich sehr und das wusste Silke und deswegen hat sie es mir irgendwann mal zugeschickt. Auch von ihr, Duschgel, Sternfrucht und Melone. Das riecht aber mehr nach Melone und das ist halt nicht so Fruchtkorb-mäßig, sondern so lecker Wassermelone. Stehe ich total drauf, finde ich gut. Ich weiß gar nicht, ob es das noch im Sortiment gibt, aber ich glaube schon und ja, wird Zeit für den Sommer, weil ich habe voll Bock auf Melone. Genau. So, dann ja, kommen hier schon 2 von Body and Soul, ne? Japan Spa Tradition. Ihr wisst, habe ich euch gerade erklärt, liebe ich sehr. Das sind 2 und da kommen bestimmt noch eine Menge. Dann hätten wir hier von Aveo Limona Lemongrass mit Zitrusfrüchteduft. Habe ich erst gerade von Sarah bekommen. Fände ich so toll. Ich hatte mir das damals selbst gekauft. Und habe das halt schon aufgebraucht. Ich glaube, ich habe mir das 2 Mal damals gekauft und schon 2 Mal aufgebraucht. Und jetzt nochmal von ihr und da freue ich mich drüber. Aber auch das ist ein Duft für die warmen Sommertage. Also jetzt nicht so für grau und grau. Aber sehr, sehr gut. Genau. So, das geht nicht. Ich habe hier kaum Platz auf dem Tisch. Dann habe ich hier eins von Aveo, das heißt Tagträumen.
mit erfrischendem Yuzu-Duft. Das habe ich von Sabrina zu Weihnachten, glaube ich, bekommen. Ich habe schon dran gerochen, ne? Ich habe einmal einen Klebestreifen abgemacht. Das riecht auch fantastisch. Bisschen frischer, ein bisschen blumig, aber ich mag das sehr und auch hier freue ich mich drauf. Und hier sind so überall kleine Herzchen aus Papier, die gefaltet sind und so ein Papierflieger drauf. Genau, auch da freue ich mich drauf, wenn das dann irgendwann unter meiner Dusche landet. So, dann haben wir hier einen Duschschaum. Serendipity. Ja, die neue Limited Edition, glaube ich, von Rituals hatte ich ja im Adventskalender. Ist halt ein Duschschaum, so ein kleiner habe ich noch nicht verwendet. Ja, ich überlege, ob ich den mitnehme, wenn ich die paar Tage halt wegfahre. Ja, ist ein ganz angenehmer Duft, hatte ja schon dran gerochen und freue ich mich auch drauf, den irgendwann benutzen zu dürfen. So, dann haben wir noch einen Duschschaum von Rituals, den habe ich von Sabrina vor 2 Jahren, glaube ich, zum Geburtstag bekommen. Ja, ich weiß, ich habe ihn noch nicht verwendet. Müsste jetzt aber langsam mal. Ich glaube, wenn das jetzt hier leer ist, dann wird das unter die Dusche ziehen, also unter die Dusche gehen und dort einziehen. Ja, und dann werde ich es benutzen, wenn ich dann halt zu besonderen Anlässen. Genau. Das ist halt das Ritual of Sakura mit Cherry Blossom und Reismilk. Und irgendwo habe ich auch noch eine kleine Body Lotion, glaube ich, davon oder so. Ja, auf jeden Fall. Sehr gut, freue ich mich drauf. Genau. So. Dann habe ich hier ein Duschgel. Das ist von Knipe Aroma Pflegedusche, Vivality Booster mit Sanddorn und Kurkuma. Ist ein sehr frischer Duft. Auch eher für mich was so für Frühling, Sommer, ne? Wenn es halt ein bisschen wärmer ist. Habe ich vom Papa, glaube ich, bekommen. Weil er die Dinger irgendwo ganz günstig geschossen hat. Und dann hat er mir die halt mitgebracht. Und ja, freue ich mich auch drauf. Kenne ich einen so nicht. Dann, das kam erst von Cindy. Sexy So What von Playboy mit Black Cherry Scent. Da hat der junge Mann auch dran gerochen und meinte, dass das super, super gut riecht. Und das ist auch echt fantastisch. Also, ja, genau. Ich weiß gar nicht, wo es die noch gibt. Ich habe die Ewigkeiten nicht gesehen. Und ja, vielleicht wisst ihr das, dann könnt ihr mir das gerne mal schreiben. Weil Playboy, ich mochte die Playboy Duschgele und ich mochte auch die Body Lotions und die Deosprays davon. Mein Liebstes war immer das Play It Sexy. Ja, genau. Aber finde ich gut und freue ich mich drauf. Dann habe ich hier so ein kleines von BB Chower Power Wild Granatapfel. Habe ich von Uli, ist so ein Konzentrat. Sie sagt, auch wenn das so klein ist, es soll halt sehr ergiebig sein. Und zwar, also 100 Milliliter sind so ergiebig wie 400 Milliliter. Und ja, freue ich mich auch schon drauf, das zu benutzen. Also wenn es halt fruchtig ist bei mir, dann entweder Granatapfel, Zitrone oder Melone. Also das sind so die Fruchtdinger, die ich mag. Alles andere ist mir immer zu süß. Aber da freue ich mich auch schon extrem drauf. Da müsste noch eins kommen. Na hier. Perfekt. Und zwar Power Shower Glam mit Grapefruit. Ja, freue ich mich auch schon extremst drauf. Ja, genau. Und dann mal gucken, wie ergiebig die dann wirklich sind und wann ihr die irgendwann im Aufgebraucht-Video seht. Ja, dann habe ich hier noch eins aus der alten Aufmachung von Fadas Divine Moments, was ja nach dem La Vie Belle riecht. Ja, finde ich extrem gut und liebe ich sehr. Genau. Nochmal Body and Soul Japanese Spa Tradition. Yep. Dann eins von Sephora, Wild Wishes, Cotton Flower. Sieht so aus. Das ist so eine leicht barocke Flasche. Ich finde die so schön. Das ist ein sehr pudriger, seifiger Duft. Und ja, habe ich von Sabrina von vor 2 Jahren, glaube ich, zu Weihnachten. Ne, das habe ich letztes Jahr von dir zu Weihnachten bekommen, ne? Glaube ich. Weil ich hatte ja von ihr den. Das war in dem Adventskalender, oder? Hilf mir mal auf die Sprünge, ich weiß es gerade nicht. Ja, ich habe Angst, dass es mir kippt, deswegen wird das jetzt auch irgendwann einziehen. Ich überlege halt, ob die zwei jetzt nachher dann in die Dusche einziehen. Wobei ich das hier tatsächlich dann auch für besondere Anlässe nehmen würde. Also dann eher das als erstes oder das als erstes.
Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird eins der beiden in meine Dusche einziehen. Ich werde mir die mal ein bisschen weiter nach vorne stellen, dass ich die dann nachher nicht suchen muss. Ich finde auch hier die Aufmachung extrem schön. Also hätte mich auch im Laden angesprochen. Ja, bin halt auch so ein volles Verpackungsopfer. Habt ihr gerade in meinem Unboxing gesehen von Biotherm Lait de Douche? Eine Cleansing Shower Milk mit Citrus Essence. Ja, also riecht halt ein bisschen nach Zitrone, Buttermilch. Lasse ich mir auch für den Sommer. Ist halt auch ein Duschgel. Eine Milchcreme-Dusche. Ja. Genau. So, dann von Aveo Hawaiian Breeze. Davon habe ich auch zwei. Eins letztes Jahr zum Geburtstag oder zu Weihnachten bekommen. Ne, zum Geburtstag. Und dann nochmal dieses. Nein, letztes Jahr zu Weihnachten. Deswegen habe ich zwei. Ich habe beide noch nicht angefangen. Ja, riecht halt frisch und gut. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich hier zuerst benutzen soll, weil ich auf alles irgendwie Bock habe. Genau. So, dann hier von Aveo Prachtstücke Pflegedusche mit Kokoswasser und Aloe Vera. Habe ich von Sarah erst gerade bekommen zum Geburtstag. Freue ich mich auch schon so drauf. Ja, ja, wird Zeit, dass was wieder in meine Dusche einzieht. So, dann hier zweimal. Balea Vamos a la Playa. Ihr habt es gesehen, habe ich erst gerade von Sabrina bekommen. Das ist auch mit Melone und Drachenfrucht und Mango. Sehr, sehr angenehm fruchtig. Nicht Fruchtkorb, ne? Angenehm fruchtig, finde ich toll. Und freue ich mich auch drauf. Also ich freue mich echt auf den Sommer und auf die Duschgele dafür. Also es wird nachher wahrscheinlich schon ab März losgehen, weil ich einfach Bock drauf habe. Dann haben wir einmal das Tragträumer-Duschgel von Balea, diese Limited Edition. Ja, was ist denn da eigentlich drin? Steht leider nicht. Welch Nafas das riecht. Ich habe das auch nicht aufgemacht. Machen wir jetzt einfach mal, vielleicht kann ich es rausriechen. Nach Kirsche. Ja, Kirsche mag ich auch, aber wenn es nicht ganz so babsüß ist. Das ist lecker. Das ist pudrig kirschig. Ja. Aber toll, freue ich mich drauf. Sehr gut. Sehr gut. So. Dann dieses hier von Orinique, Thailand Feeling. Pflegedusche mit Mandelmilch, Orangenblüten und Bambus. Ja, freue mich auch schon super, super drauf. Ich finde auch hier die Aufmachung extrem toll. Ja, ja, wird Zeit. So, dann habe ich hier zweimal das Duschgel Find Me Under the Palm Trees mit Kokos- und Hibiskusblüte, glaube ich, ist das. Riecht gut, hatte ich schon mal leer gemacht. Finde ich extrem gut. Jetzt wird es hier echt eng. Dann noch zweimal My Summer Paradise mit Vanille und Pfirsich. Einmal habe ich von Silke und einmal habe ich von Sabrina bekommen. Riecht auch sehr, sehr gut. Auch die Pfirsichdüfte gehen. Ne? Also es darf bei mir halt wirklich nicht so nach Fruchtkorb riechen. Dann habe ich hier von La Vera eine feste Dusche, High Vivality. Da fehlt mir eine. Ich glaube, die ist mir... Ja, stimmt. Ich habe gestern das ganze Zeug vorgeholt und dann ist mir das eine davon halt runtergefallen. Also davon habe ich zwei. Habe ich auch von meinem Dad bekommen. Der hat die irgendwo günstig geschossen. Feste Duschen sind okay. Mag ich auch ganz gerne. Mal so probieren. Ja, mag ich ganz gerne mal so probieren. Aber in der Regel ist das nicht so für mich. Deswegen benutze ich das dann meistens zum Pinselwaschen. Ja. Aber ich probiere es aus. Vielleicht gefällt mir das ja jetzt auch gerade unter der Dusche. Das ist übrigens mit Bio-Orange und Bio-Minze. Ja, genau. So. Dann Aveo Polar Circle Creme Dusche mit Eisen Polarkreisduft. Das riecht nach Eisbonbons. Habe ich von Sarah bekommen gehabt. Fand ich nicht ganz so geil für mich unter der Dusche. Habe es dann als Badezusatz wegentfremdet. Das wird auch mit dem hier passieren. Und dann habe ich das nochmal von Sabrina bekommen. Genau. Also das kommt jetzt auch demnächst raus und dann kommt das als Badezusatz quasi. Wird es dann zweckentfremdet. Genau. Dann Nivea Lemongrass and Oil, Zitronengrasduft und Pflegeölperlen. Hatte ich mir ja gekauft im Haul, habe ich ja gesagt, weiß ich noch nicht, ob ich es behalte oder nicht. Ich behalte es jetzt erstmal. Ne, es ist auch so ein sommerliches und so giftgrün.
Riecht aber super gut und ist großartig. Und dann habe ich hier noch von Isana 2-in-1 Duschschaum und Bodylotion Brasil Feeling mit Kokoinusöl und Shea Butter. Habe ich erst gerade von Sabrina bekommen. Und auch das schreit nach Sommer. Ich freue mich drauf, ich sag's euch. So, und jetzt kommen wir noch zu dem kleinen Karton und dann sind wir auch durch. Von Cindy von Cosnature ein Duschschaum mit Hibiskusblüte. Ja, mal gucken, wann ich den verwende. Und ob er mir halt vom Duft her gefällt, weil als ich dran gerochen habe, es riecht sehr naturkosmetiklastig, also so im Abgang. Das mag ich eigentlich nicht so, aber ich werde es probieren. Vielleicht ist es ja auch unter der Dusche ganz angenehm. Und ja, ansonsten wird sich einer der anderen Mädels darüber freuen. Ja, genau. Dann habe ich hier noch eins, das habe ich von Silke bekommen zu Weihnachten. Sparkle Bath and Shower Vanilla Scented. Also es riecht rein nach Vanille. Lasse ich mir für den Winter. Hier haben wir das zweite Hawaiian Breeze. Genau. Eins davon wird dann auch irgendwann jetzt in die Dusche wandern und das andere dann wieder im Backup. Und Pflegedusche Tiare Blüte Kokoswasser von Aveo habe ich jetzt auch nochmal von Sabrina bekommen. Hatte ich schon mal, habe ich leer gemacht, fand ich gut. Und habe mich gefreut, als ich es im Weihnachtspaket von ihr hatte. Genau. Sehr, sehr gut. So, dann haben wir noch zweimal Aveo, Japan Spa Tradition. Da kommt noch eins, genau. Also habe ich davon jetzt insgesamt 6 Stück. Das siebte halt gerade am Leergehen. Bin also erstmal versorgt. Dann habe ich hier so was Kleines, ultrasensitiv von Penaten-Bad und Shampoo. Ja, das werde ich wahrscheinlich benutzen als Badezusatz irgendwie. Das ist zweimal und dann ist es weg. Genau. Das habe ich hier. Dann habe ich von Balea Creme Dusche mit Bratapfel und Orangenblütenduft. Das wird bis Winter warten müssen, das Kleine. Das ist bis 12.2023 haltbar. Also schaffe ich dieses Jahr auf jeden Fall noch. Und dann habe ich hier von Balea Aroma Dusche Magic in the Air mit orientalisch weihnachtlichem Duft. Auch das lasse ich mir für Weihnachten. Aber das unter die Dusche kommt oder ich das als zweimal Badezusatz verwende, das weiß ich noch nicht, aber ja, wird auf jeden Fall irgendwann aufgebraucht. Dann Isana Creme Dusche Violet Leo. Sarah, das habe ich von dir, ne? Ja, das war das erste Duschgel, was ich hier in der neuen Wohnung hatte, was ich in den Seifenspender gefüllt hatte und was dann halt, also ne, Hälfte Seifenspender, Hälfte unter der Dusche, wenn ich hier halt mich geduscht habe, weil wir hier noch renoviert haben und so. Daran erinnert es mich, es gibt es nicht mehr, aber ich finde es toll von der Aufmachung her und hier mag ich den Duft. Wird auch irgendwann dran glauben müssen. Dann eines meiner liebsten Duschgele von Balea, das After Sun. Das riecht so gut und es hält so lange auf der Haut und ich mag das auch als Shampoo zu verwenden. Das wollte ich sagen. Ich finde es großartig. Ja, liebe ich sehr. Und ja. Kaufe ich immer mal wieder. Dann habe ich hier noch von Sebamed Baby und Kind Waschlotion Haut und Haar. Auch das werde ich dann einfach irgendwann mal ins Badewasser kippen. Genau. Dann noch so eine kleine von Dresdner Essence pflegendes Duschgel mit paradiesischem Granatapfel. Ja, habe ich von Silke bekommen. War so ein kleines Set. Freue mich auch schon extrem drauf. Und hier von Bruno Banani Woman Beauty Shower Gel. Da habe ich auch das Parfüm passend zum Geburtstag bekommen. Wird auch irgendwann benutzt. Und das hier Ritual of Karma Shower Gel mit Holy Lotus und Organic White Tea. Und ich vermute ganz stark, dass ich das mitnehmen werde, wenn ich. Ich glaube, ich werde das mitnehmen und nicht den. Obwohl, wenn ich den Charme mitnehme, wäre ja gleich praktisch zum Rasieren, ne? Ja, wir fahren ja eh nur 2 Tage. Ich überlege noch und ich werde es euch dann eh zeigen, was ich mitnehme für die paar Tage. Genau. Vielleicht drehe ich da auch ein Follow me around. Ich muss mal gucken, was meine Begleitung sagt, ob er damit einverstanden ist, ne? Oder ob ich das dann irgendwie so mache, dass er nicht zu sehen sein wird, vielleicht nur zu hören. Ich weiß noch nicht. Ich kläre das nochmal mit ihm ab und dann werden wir es im Sommer sehen. Also zurück zu dem. Es riecht fantastisch und ich freue mich drauf, es verwenden zu dürfen. Demnächst, irgendwann. Ihr Lieben,
Karton und Kiste leer. Das war meine Duschgel-Sammlung für dieses Jahr. Also ich will jetzt erstmal auf jeden Fall aufbrauchen und mir bis April nichts kaufen. Außer hier, Fairy, mit der Fairy Tail, weil da ist ein Fuchs drauf. Ne? Das ist Ausnahme. So, und das bleibt ja dann auch stehen bis Weihnachten. Genau. Aber den Rest versuche ich halt irgendwie dieses Jahr dann auch zu schaffen und so wenig wie möglich davon nachzukaufen. Es sei denn, mich spricht natürlich irgendwas an oder ich habe doch nochmal die Möglichkeit, in einen Müller zu gehen. Da wird natürlich das ein oder andere dann auch mitkommen. Jo, ihr Lieben, ich hoffe, dass euch dieses Sammlungsvideo soweit gefallen hat. Und ja, ich freue mich, wenn ihr dann auch beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bye, eure Foxy.